In den Vororten der indischen Hauptstadt Neu-Delhi geht die Angst um. Vor einem mysteriösen Affenmenschen, der seine Opfer nachts im Schlaf anfällt. Über 100 Fälle wurden seit dem Wochenende der Polizei gemeldet. Alle Opfer haben Biss- und Kratzwunden, die angeblich von diesem Ungeheuer stammen. Silke Teichmann weiß mehr. Fahndungsbilder eines Fabelwesens. So soll er aussehen, der mysteriöse Affenmann. Oder auch so. Die Palette der Beschreibungen ist breit. Shabbat ist eines der Opfer. Er zeigt uns seinen zerkratzten Arm. Der dreijährige Navid wurde am Kopf verwundet. Das Ungeheuer mit den metallscharfen Pranken und übernatürlichen Kräften kommt über die Dächer und durch die Fenster, berichten die Opfer. Ich weiß nicht, was es war. Oben sah es aus wie ein Affe, unten wie ein Mensch. Und plötzlich sprang es hoch, löste sich über mir in Luft auf. Die Berichte der Opfer ähneln sich. Treibt in den armen Viertel Neu-Delhis eine bislang unentdeckte Kreatur ihr Unwesen? Mark Benecke hat Zweifel. Als Mitglied der Forschergruppe Die Skeptiker beschäftigt er sich seit Jahren mit parawissenschaftlichen Phänomenen und weiß, warum Monster den Menschen so faszinieren. Das ist vielleicht eine Mischung aus Sehnsucht, Angst und einem unbefriedigten Bedürfnis. Der Großstadtmensch, der wird ja auch nicht mehr so angeregt, wie der Mensch eigentlich konstruiert ist. Schon einmal tauchte ein angeblicher Affenmensch auf in den USA. Ein Spaßvogel im Fellkostüm. Die Legende vom Ungeheuer von Loch Ness entstand wohl aus einem übergroßen Aal. Und die allzeit beliebten UFOs entpuppten sich vor dem Computerzeitalter gerne als fliegende Untertassen eines Kaffeeservice. Inzwischen gibt es fast keine Geheimnisse mehr und für alles eine Erklärung. Für den Affenmenschen von Neu-Delhi noch nicht. Ein Tier, das greift ja nach einem bestimmten Programm an und das würde dann auch immer sehr ähnliche Verletzungen an sehr ähnlichen Stellen verursachen. Also was da wirklich vor sich geht, da können wir weiter gespannt bleiben. Massenhysterie oder ein fantastisches Phänomen in einer sonst erklärbaren Welt, die Behörden ermitteln weiter. Was denken wir? Ist es ein Affe, ein Mensch? Ich weiß nicht. Dann wärst du auch ziemlich schnell, wenn du jetzt von Indien wieder hier wärst in Köln. Ja, stimmt. Und vom Affenmenschen weiter zu Streithähne, ne? Ja, stimmt. Und das heißt heute zu Formel 1. Stellen Sie sich mal vor, Sie wandern durch die Wälder im US-Staat British Columbia und plötzlich entdecken Sie Fußabdrücke, die doppelt so lang sind wie Ihre. Unmöglich, das haben schon andere vor Ihnen gedacht. Sie haben ihn alle schon gesehen, aber filmen konnte den menschenähnlichen Riesenteddy bisher nur einer. Ungefähr 2,40 Meter hoch, Füße so groß wie ein Staubsauger, Name Bigfoot, der Riesenfuß. Und es soll ihn wirklich geben. In Harrison Hot Springs treffen sich deshalb zurzeit seine Gläubigen, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Einen Originalabdruck seines Mammutfußes haben die Bigfoot-Fans natürlich gleich mitgebracht. Aber egal, ob Legende oder Traum, Geld verdienen kann man mit ihm auf jeden Fall. Zuletzt spielte Bigfoot eine Rolle in einem Werbespot für Bier. Die Legende säuft. Und das sind die Themen gleich bei uns. Noch kurz vor 7 präsentieren wir Ihnen unseren Affen.